Kritik ist ein ganz schlimmes Wort für die Schweizer. Auch Selbstbehauptung ist wirklich, gibt Leute, die sagen, das ist wirklich ein böses Wort. Aber das ist es nicht. Ich glaube, viele Leute schätzen das, dass wir klar sind. Ich glaube, es geht darum, wie wir es sagen. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Das Psychohygiene-Team ist immer noch in der Sommerpause. Aber euch soll es ja wegen dem nicht langweilig werden. Und darum haben wir euch nochmal ein paar von den beliebtesten Folgen aus dem letzten Jahr für euch gesucht. Ein Thema, das euch offenbar gerade so beschäftigt wie mich, ist die Kommunikation. Letzten Dezember habe ich mir dazu vom Psychologen Tarek Eldauer Tipps geholt. Er hat in seiner Beratungspraxis gemerkt, dass erfolgreiche Kommunikation viele Probleme lösen kann. Darum bietet er immer wieder mal Kommunikationsworkshops oder Trainings an. Ich wollte von ihm wissen, wie denn das geht, erfolgreich kommunizieren. Vor allem, wenn es um schwierige Gespräche geht. Was kann ich machen? Oder vielleicht auch nicht machen, damit so Gespräche gut laufen? Wie bereite ich mich darauf vor? Und wie sage ich meinem Gegenüber, was mich stört oder was ich mir wünsche, so, dass ich damit Konflikt nicht noch mehr anheize? Der Tarek und ich reden in dieser Folge über Do's und Don'ts in der Kommunikation. Und über kaputte Schallplatten, die in der Kommunikation manchmal ein Vorbild sein können. Wir haben es vom Nachbarn gehabt, der zu laut Musik hört, und dem Schwiegervater, der uns wegen der falschen Pnötle weiterliest. Von dem Konflikt, den es wegen dem geben kann. Und davon, wie man in so Fällen gut kommunizieren kann. Ich bin Michelle Boss und ich habe in diesem Gespräch viel gelernt und mich auch ein paar Mal recht ertappt gefühlt. Vielleicht geht es euch ja auch so. Und sonst wisst ihr nach dieser Folge immerhin, dass ihr punkto Kommunikation schon ein rechter Profi sind. Wobei, ausgelernt haben offenbar auch die nie. Tarek, man kann ja wirklich sagen, du bist ein Kommunikationsprofi, ein Kommunikationsexpert. Hast denn du in dem Fall nie Missverständnis? Nein, gar nicht. Schon gedacht? Nein, Moli, ich habe auch, sicher auch meine Probleme und Meinungsverschiedenheiten, die sich ergeben, zum Teil auch durch unvorteilhafte Kommunikation. Ich denke, da ist niemand gefeit, um jetzt da perfekt, weißt du, wie irgendwie Noten 6 können kommunizieren und durch die Landschaft laufen. Also das ist ein Irrtum. Also, meinst du, das kann man gar nicht perfekt kommunizieren immer? Nein, du müsstest wie 105 Jahre leben und dich so professionalisiert haben. Nein, ich glaube, Kommunikation, sage ich immer, ist wirklich ein Erlernen von einer neuen Sportart. Und es ist wirklich ein Erlernen. Es ist wie du Snowboard anfängst und die erste Tag gehst du rum und den ersten Tiefschneehang machst du Eikurve und bist wieder im Tiefschnee, liegst wieder drin. Zweite Saison geht's leicht besser und so ist ja Kommunikation. Und mit der Zeit läuft sie automatisch. Aber wie beim Snowboarden gibt's auch immer wieder unvorhergesehene Sachen, Steine, die plötzlich führen kommt. Oder weißt du, was ich meine? Also es ist schon wirklich ein Erlernen von der Kommunikation. Man kann das und man soll das auch. Und es ist wichtig, dass man das tut, erlernen. Ist es dann wie beim Sport so, also man lernt einmal so die Basics und nachher wird man immer besser? Oder hat man es einfach draus? So mehr oder weniger? Ja, ein bisschen beides. Also du irgendwann hast natürlich schon draussen und kannst dich viel schneller auch, ich sag dem so ein bisschen regulieren und merkst plötzlich, oh, jetzt habe ich gerade mit einem falschen Wort angefangen. Oder ich bin innerlich jetzt mega nervös. Oder, ich bin jetzt gestresst und bist schneller in der Selbstreflexion. Ah, ja, auch wenn ich jetzt so weitermache, auch so gestresst, merke ich, kommt viel zu viel Stress raus und ein Angriff, der eigentlich gar nicht nötig ist, weil ich vielleicht da selber negative Sachen durch den Tag erlebt habe und das jetzt plötzlich weitergebe, weil jetzt mein Gegenüber da noch Nummer 10 ist oder so. Weißt du, also ein bisschen, was ich meine, oder? Also, wenn ich lerne, gut zu kommunizieren, habe ich in dem Fall vor allen Dingen davon, dass ich dann weniger Konflikt habe? Oder was bringt es mir? Ja, das ist schon so. Also, ich habe weniger Konflikt. Ich denke, ich habe auch einen grossen Vorteil im beruflichen, im geschäftlichen, mit Kunden, in meinem familiären Umfeld, im Umfeld von der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, wenn es Probleme gibt. Das ist ein ganz wichtiges Tool. Und ich habe wirklich auch so Gespräche entweder einheizen negativ oder ich kann es beruhigen oder einfach auf eine Art und Weise, ich sage dem auch, parkiere das Problem und man schaut es ein anderes Mal weiter an. Weißt du, was ich meine? Aber ich gehe nicht ins Schlägeln rein.
ich lasse mich nicht so im Boxring reinziehen und fange dort auch umschlägeln, oder? Ist wie Boxen und Karate ist ja, du haust mir eins, ich hau dir eins, ich wehre ab, du wehrst ab und das geht hin und her, oder? Und niemand will aufhören. Niemand will aufhören und ich bin zwei Punkte im Rückzug und jetzt hau dir erst recht eins, taktvoll irgendwo rein und so. Das ist ein bisschen das, oder? Wie kommen meine Kinder in den Sinn, wo man sagt, hört auf, dann sagt sie, ja, aber die anderen haben angefangen. Dann hört irgendwie niemand auf, oder? Weil jeder findet, dann müssen sie aufhören. Genau, das ist eigentlich negative aufschaukelnde Konflikt, ist das, sagt man so dem. Oder anfängt A und sagt, du hast, nein, weil du hast, habe ich ja. Und dann geht es auf A2, oder dann machst du tak, 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 und dann bauen wir da schön Häuser auf, bis nachher irgendwann die Explosion kommt, du im Stock 10 und so. Und jetzt habe ich genug von dir, und ja, du auch, und so, du kannst mir einmal, und bla, bla, bla. Und dann haben wir, genau, dann ist es vierabig. Es ist ja, Kommunikation besteht ja, also aus dem, was ich sage, inhaltlich. Und dann ja auch noch die Art, wie ich es sage. Also Tonfall vielleicht auch noch, ich nehme jetzt mal an, spielt auch noch einen Ruckel meine Körperhaltung. Ja, meine, einfach, klar. Also wie ich wirkt dabei, oder? Was findest du, was ist dort das Wichtigste? Ist der Inhalt das Wichtigste, was ich inhaltlich sage? Oder ist, wie ich wirkt dabei wichtiger? Ja, das ist man sich ein bisschen uneins bei den Psychologen oder Kommunikationstrainer und so. Es gibt eben schon eben die verbale Ebene, das wäre eigentlich das, was ich sage. Dann gibt es die paraverbale. Und die paraverbale ist eigentlich alles, was die Stimmlage ist. Die Artikulation, also ob ich so rede oder ob ich so rede. Dann auch die Lautstärke. Es gibt Leute, die willst du mit mir ins Kino gehen? Ja, ich weiss nicht, vielleicht, ja, können wir schon gehen. Oder? Dann, ja, aber wenn jetzt jemand will sagen, ja, ich weiss nicht, wir können schon gehen. Also, ist schon anders, oder? Dann Sprechtempo, dort haben wir auch noch die Sprachmelodie drin und auch der Resonanzraum, das ist wie laut, wie mache ich mein Maul auf, wie beim Klavier, oder? Den Deckel auf oder zu. Und das ist die Paraverbale und die Nonverbale ist eigentlich alles, was Mimik und Gestik ist. Oder? Also Mimik ist Gesicht und Gestik ist alles, was unter dem Gesicht ist. Und die drei Sachen, verbal, also was ich sage, wie ich sage, ist paraverbal und so, und auch die Gestik, Mimik, das hat eine grosse Auswirkung. Also ich kann sagen, die ist zwar nicht gefilmt, aber ich mache immer so ein bisschen die Witze, das ist mir lustig. Ja, ich würde gerne ins Kino gehen, oder? Jetzt sehe dich strahlen dabei. Jetzt sehe ich mich strahlen dabei. Und jetzt kann ich das Gleiche sagen von der Stimme. Ja, ich würde gerne ins Kino gehen. Also man hört es sicher auch, wenn man hört. Ja, ich würde gerne ins Kino gehen. Oder du hast eher so einen angeekelten Gesichtsausdruck. Ja, ich würde gerne ins Kino gehen. Jetzt bist du gelangweilt. Wie siehst du es? Ja, spannend. Weißt du, die Stimme ist immer noch gleich, also mehr oder weniger. Aber ich habe allein durch meine Mimik und Gestik, oder ich schaue dich nicht an, bin ich schon unteilte Aufmerksamkeit und der andere denkt, ja, interessiert er sich jetzt für das Kino oder interessiert er sich für mich? Oder Leute, die natürlich eher das auf der Personenebene nehmen, sagen dann, oh, er hat kein Interesse an mir, ich bin ihm nicht wichtig, sonst würde er mich mehr anschauen, als jetzt gerade in sein Buch schauen. Die spielen alle miteinander mit. Also wenn du Menschen beibringst, besser zu kommunizieren, jetzt in dem Fall nicht mehr so häufige Workshops, sondern vielleicht eher in Einzeltrainings, ja. Mit was fangst du an? Mit dem Verbalen oder mit dem Nonverbalen? Ich fange zuerst an, eigentlich, das ist eine gute Frage, ich fange an mit dem Verbalen. Das Verbale ist das, wo nicht selten einfach nicht gewusst wird, wie sage ich das, wenn das und das passiert ist, was soll ich machen? Und nachher schaue ich schon auch noch drauf, wenn jetzt jemand wie er ansitzt, wie er sagt, da tun wir manchmal auch Aufnahmen machen mit seinem eigenen Mobile, dass er sich selber auch sieht, oder? Das ist noch gut, weil wir können ja jetzt da nicht so für dich zulassen, nicht so gut das trainieren, oder? Aber das ist eigentlich noch ein cooler Tipp, nimm dich mal auf, wenn du etwas sagst. Genau. Und oft ist der Trick dabei, ich sage dann oft, du noch mal völlig übertrieben. Also Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich komme mit, so leislich, oder? Dann frage ich dann auch nach dem Video, nach der Aufnahme, ja, findest du etwas überzeugt? Dann sagt sie, nein, und dann filmst du es nochmal und dann kommt vielleicht, ja, ich komme mit, so, oder? Und dann ist immer noch nicht so überzeugend, findet sie auch, findet, ja, ich muss mich mehr durchsetzen. Oder sagen, ich will das, ich will jetzt aber gern ins Kino gehen heute, wie wir es abgemacht haben. Und dann sage ich meistens, du hast mal völlig übertrieben. Und dann sagen sie, ja, ich will aber jetzt ins Kino gehen, wie wir es abgemacht haben.
Und dann ist meistens das Resultat, bevor sie es gesehen haben, ist meistens, oh, jetzt habe ich total übertrieben, jetzt bin ich recht böse oder gemein oder so. Aber dann ist es eigentlich voll in dem, in der Passung drin, oder? Das also, wäre eigentlich ja. ziemlich treffsicher dann ja. so, wie es ja. genau. gut funktioniert. Genau. Oder auch Leute, die schnell sind oder nervös sind, weißt du, oder so Latenz, ADHS oder so, zum das auch trainieren, ist meistens auch, tu mal völlig entschleunigen, tu mal langsamer reden, oder? Wirklich langsam. Und dann merkst du, okay, jetzt redet er lang. Ich würde heute gerne ins Kino gehen. Oder ich würde heute gerne ins Kino gehen. Und nicht, ich würde heute ins Kino gehen. Oder, weißt du, was ich meine? Ja. Das sind so Detailsachen, aber ich schaue extrem genau auf die kleinen Sachen in der Kommunikation. Ich tue es eigentlich richtig, jedes Wort oder jeden Satz zum Teil wirklich auseinander, weil da hat extrem viel Material drin, wo man umlernen kann. Schon, oder? Also das wäre vielleicht etwas, wo man sich auch mal spiegeln lassen von jemandem, oder? Wo man auch mal jemandem kann sagen, gib mir mal eine Rückmeldung, ja. wie wirke ich eigentlich, was genau. findest du, wie könnte ich anders wirken? Ja, genau. Gehen wir heute sicher mehr aufs Verbale entsprechend, ja. weil das ja. auch besser geht, weil wir ja. können ja nicht so gut sagen, zeigen, wie das es wirkt, wenn du etwas sagst zum Beispiel. Gibt es so Basics in der Kommunikation, wo du sagst, das kann man sich eigentlich eine Art aneignen und dann flutscht das alles viel besser, wenn man kommuniziert? Also Kommunikation selber meinst du jetzt? Also ein Basic ist wirklich, man redet von ungeteilter Aufmerksamkeit. Ja. Ungeteilte Aufmerksamkeit heisst, wir machen jetzt, wir sind ein Pärchen, gell? Gut, wenn wir jetzt einander anschauen, ich komme heim und du bist meine Frau oder Freundin oder so, dann merkst du schnell oder ich merke schnell, wenn du wegschaust, dann heisst das ja, ich bin eben geteilter Aufmerksamkeit. Ich schaue noch 30% auf mein Handy, weil jetzt gerade etwas reingekommen ist. Das sind ja so Sachen, oder ich habe keinen Blickkontakt. Das finde ich auch so, vor allem auch in der Erziehung, das Kind anzuschauen, oder auch im Geschäft, nicht aneinander vorbeizuschauen, nicht vom einen Zimmer vorrufen und so. Man kann das schon auch machen, aber ich sage jetzt, es ist nicht, dass jetzt die absoluten Regeln sind, aber ich sage einfach, einander anschauen, ist auch sehr wertvoll, wenn man Konflikt hat oder auch nicht übers Handy so Zeug machen, Liebesaus machen oder bei Konflikt übers Handy kommunizieren. Das ist einfach, das geht nicht so. Wir sind nicht geschaffen worden für das. Das Handy hat es noch nicht gegeben für irgendwie 800, 900 Jahre. Unsere Gene sind nicht für das geschaffen, oder? Mhm. Also das ist einmal ganz wichtig. Ich schaue dich an. Ganz wichtig auch, ich tue zulassen, ich tue nicht unterbrechen. Ich lasse dich mal ausreden, oder? Und du lässt mich ausreden. Oder? Und das Dritte ist ganz wichtig, halt, auch in allem hinein will der Mensch wertschätzt werden, verstanden werden und so eine Annahme oder eine Anerkennung haben, oder? Das sind so die Sachen. Also das bedeutet jetzt Dritte, wenn ich dir zulasse, dass ich nicht schon ein Gegenargument oder irgendetwas formuliere, sondern genau. dass wir zuerst wahrnehmen, genau, einfach, was richtig. Du sagst. Dass wenn ich jetzt zu spät würde, jetzt, wir würden da am Montagabend, würden wir immer in den Ausgang gehen, sagen wir, oder? Und jetzt würdest du sagen, ja, Tarik, du kommst immer zu spät und so, oder? Es nervt mich. Dass ich nicht gerade sage, ja, Mann und so, jetzt, andere Perle läuft das auch so, oder nein, heutzutage, weißt du, ist es so, und ja, es ist jetzt halt, weißt du, ich komme mit meinen Gegenargumenten, sondern da auch ins Verständnis hineingehen und dir zulassen und finde, okay, das ist ein Anliegen von dir, da müssen wir eine gemeinsame Lösung haben oder mich entschuldigen oder sagen, finden wir eine Lösung. Oder was ist denn mit der Gegenfrage gekommen? Ja, was stresst dich denn dort? Oder was nicht stresst, das ist ja nicht gut. Was macht dir denn Mühe, wenn ich immer zu spät komme? Oder weißt du, was ich meine? Also dort auch reingegangen, dass du auch gehört wirst, ja. Also das sind mal so die Grundbasics, ja, genau. wo man kann berücksichtigen kann. Ja. Es gibt noch mehr. Also ganz wichtig ist auch, dass man im Du redet. Kannst du bitte, tu du bitte den Abfall heute raus, oder das ist ja dein Job und am Donnerstag hast du nicht ein paar Mal vergessen rauszutun und nicht, man sollte den Abfall raus tun, weil Mann ist für den anderen nicht klar, ist es jetzt der ich oder wir zwei zusammen? Hast du jetzt gefunden, wir tun uns abwechseln mit dem Abfall raus? Das sind ganz so basic Sachen einfach, oder? Oder auch, man müsste jetzt wieder mal die Tanne schneiden. Ja, man. Ich lache, also, weil das Problem kenne ich, dass genau. mein Mann kritisiert das manchmal auch, dass ich neige, glaube auch zu dem. Genau. Das ist ja eine Form, wo man will dem anderen nicht einfach sagen, mach jetzt bitte. Genau. Und dann ist es irgendwie abgeschwächt davon, nein, ich glaube, wir sollten noch den Abfall führen. Genau, wir sollten noch einkaufen. Also das ist keine gute Sache, muss ich mir abgewöhnen. Mehr ist eben auch ein Wir oder Mir, also mehr, oder?
Und das Nächste ist ganz wichtig, nicht es immer, du kommst immer zu spät, nie bist du da. Überall habe ich dich, suche ich dich immer, du bist nirgends rum. Alles, was wir machen, gelingt nicht, oder? So Verallgemeinerung. Genau. Ja, so. Und auch wenn jemand halt mal ein bisschen gestresst ist, oder nicht gestresst ist auch nicht ein gutes Wort, aber weißt du, wenn jemand ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen angespannt oder? Ist, dann nicht sagen, hey, chill's mal. Oder beruhig dich. Oder stress nicht, oder? Das sind auch so Sachen. Oder bist nicht immer gestresst. Also ich tue dann schon, ich werfe schon das erste, also weißt du, die erste Fackel werfe ich dir eigentlich schon zu, oder? Mhm. Und sage schon, du bist quasi gestresst. Also du hast da schon ein Problem, wieso, dass man darüber redet, weil du nicht chillt bist und chillt bist. Weißt du, was ich meine? Und das sind ganz heikle Sachen. Das sind eigentlich so Don'ts, die du nicht machen sollst. Mhm. Willst du noch mehr? Ja, du mich ruhig mal, das ist super. Es gibt viele in dem Fall. Gesprächsstörungen gibt es auch. Gesprächsstörungen. Oder man sagt eigentlich dann negative Gesprächsintervention. Das ist so, wenn wir miteinander reden und du tust mich ständig unterbrechen. Das gibt es ja auch. Mhm. Und dann kommst du wieder mit einem Argument. Oder da gibt es auch so, der Klassiker wird manchmal meistens noch für Männer angewendet. Also, die Frau sagt, ist jetzt nicht der Oberklassiker. Bring mal das Klischee. Also, bring jetzt das Klischee, oder? Nein, sagen, machen wir es so. Man macht kein Klischee draus. Wir machen jetzt, der Mann fährt Auto und die Frau sitzt nebendran. Und dann erzählt sie nachher irgendwo noch eine Party, ja, mein Mann ist, ich kann das sagen, der ist wirklich drauf gewesen, der ist etwa mit 80 durch ein Dorf durchgefahren. Und dann kommt der Mann und sagt, nein, das stimmt gar nicht, das ist, ich habe drauf geschaut, 72 Stundenkilometer gewesen, das ist schon ein bisschen zu viel gewesen. Ja, aber auf der Piste fährst du auch mindestens 50 Stundenkilometer bis 60. Nein, das stimmt auch nicht, das tust du total übertrieben, das sind 32 oder 35 Kilometer pro Stunde gewesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, wenn ich dann immer wieder gehe, ins Korrigieren rein von dir gehe und du bist 2 Stunden am Computer gewesen. Nein, das stimmt nicht. Ich bin 1,5 gewesen. Weißt, wir kommen gar nicht in das Gespräch hinein. Du kannst dich auch nicht, gar nicht mir gegenüber mitteilen mit deinem Anliegen, oder? Was auch gibt, ist oft die Redeschwall, dass jemand erzählt. Und die andere Person kommt gar nicht dazu. Mhm. Und kaum ist er fertig, schnufft aus, probiert in die andere Person reinzugehen und auch etwas sagen, ja, das verstand ich, aber weißt du, du musst das sehen, wo wir dort aufgefahren sind, haben wir das gemacht und dann das und das und das und das und das und das und deine Mutter und dein Vater und dein Sohn und deine Tochter und bla 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 bla. Und das ist auch ganz schwierig, der Redeschwall oder die schweigen. Ja, das ist auch eine Form von Gesprächsverweigerung unter Umständen. Ja, oder die einfach länger brauchen, das gibt es auch oft gegenüber, weil der eine so viel redet, hat der andere gelernt, halt weniger zu reden. Mhm. Oder? Das Beschönigte kommt da viel. Also, dass man nicht ehrlich ist, oder inwiefern? Ja, das Beschönigte ist zum Beispiel, du bist so verrückt gewesen, man hat sicher so und so wie gehört. Nein, das stimmt gar nicht und so. Oder ein Problem durch Beschönigung. Das ist doch jetzt nicht so schlimm und so. Hey, mich hat das mega verletzt gehabt dort, wo du einfach mit deinem Kollegen von der Party weggegangen bist, ohne mir das zu sagen. Sie sind einfach eine Stunde weg gewesen. Jetzt tu doch nicht so und so. Wegen dem, du machst aus einer Mucke einen Elefant, oder? Das Beschönigen und so, oder? Auch der Konflikt, aber Beschönigen. Das ist noch oft so. Mhm. Gegen aussen. Ja, wir haben gar kein Problem, weißt du, und so. Das Beschönigen, oder? Und das Moralisierende halt auch. Das gibt's auch viel. Das sind so ein die, wo so Gesprächsstörungen in dem Sinn sind. Das sind eigentlich so typische Don'ts, oder? Das sollte man alles nicht machen, kann man sagen. Mhm. Genau. Ja, das sind so ein bisschen die ich sehe. Ja. Mhm. Das sind jetzt viele so, eben auch in vertrauten Beziehungen, oder? Wo man so drin kommt. Ja, die sind überall. Das sind häufig, nehme ich an, auch so Muster, oder? Wo sich einschleichen und dann macht man immer wieder das gleiche Muster. Ja, genau. Also sie können auch trainiert sein, du vielleicht das Umfeld, wo du viel drin bist. Es kann aber auch sein, dass es eben so Familientraditionen sind. Mhm. Es gibt Familien, die extrem viel reden miteinander, die alle quer reden. Es gibt Leute, die da kommen und sagen, ich habe genau mit dem Mühe, dass mein Mann so wenig redet, weil wir haben alles besprochen. Oder das Umgekehrte. Oder bei uns sind alle durcheinander geredet. Das ist ganz normal gewesen. Was? Ich rede durcheinander. Und der redet auch. Das ist völlig normal. Also, weißt du, ich meine, es gibt so Kulturen auch, Gesprächskulturen, die dann aufeinanderprallen, oder? Und manchmal merkt man es wahrscheinlich gar nicht, oder? Warum, dass man sich gegenseitig irgendwie stresst mit dem. Genau. Aber eins von der grössten ist, was ich merke, ist, dass man kann, auch vor allem in der Schweizer Kultur, die Schweizer Bevölkerung hat eher Mühe, klar zu sein.
Ja. Das höre ich Land auf, Land ab. Es ist so ein bisschen ein Umschlängeln zwischen starke Position, einmal sagen, ich sehe es so, ich finde das und das, oder ich sehe das gar nicht. Bewegt man sich immer so ein bisschen um, ja, hast recht, stimmt eigentlich auch noch. Ja, sorry, dass ich das so laut gesagt habe, es tut mir mega leid und so. Hey, es wäre mega nett und so, könntest du nicht echt bitte, wenn es dir möglich wäre, ein bisschen leisiger, gell? Aber ich würde dich nicht verletzen, ich weiss, vielleicht hast du Stress heute im Zug und hast mega stressigen Job, aber könntest du nicht bitte ein bisschen die Lautstärke leisen? Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir sind recht so, oder gehst du klopfen, dem sage ich es da oben, ist wirklich zu laut, dann gehst du rauf, klopfst beim Nachbarn, ja, hey, hi, hey, Thomas, hey, wie geht's, gut und so, und dann probiere ich zuerst mal ein schönes Gespräch zu machen. Ja. Ich kann ja nicht gerade direkt ihm sagen, weil ich ja beziehe, weil ich ihn ja ein bisschen kenne und wir haben es sonst gut und so, und er organisiert unser Strassenfestchen, um mir zu sagen, hey, es ist wirklich zu laut bei dir oben, oder? Hey, wäre es nicht echt möglich, weißt du, ganz wenig, noch ein bisschen leisiger und so. Und ich gehe rauf mit der Absicht, jetzt soll er doch, und dann, ja, ich bin jetzt gerade eine Party. Oh, ist eine Party. Ja gut, dann vielleicht ab der halben. Ja, Viertel vor 10 geht. 10, ja, geht. Ja, halb 11. Ja, okay. Nein, 11 ist gut, oder? Also, weißt du, was ich meine? Ja, es ist einfach so ein bisschen das Schwammige, oder? Und das, wenn ich schwammig bin, und so, weißt du, so wie der Teig, weißt du, so ein bisschen. Ja, ja. Es ist auch so nicht fassbar. Dann ist es für dich eben auch nicht fassbar. Mhm. Wenn ich raufgehe und sage, hey Tom, schön, dass du eine Party hast, muss ich auch nicht sagen. Um mich wieder ich sage es jetzt ein bisschen her, gesagt, schleimen, zum Beziehung behalten, oder? Sondern einfach sagen, hey Tom, schau, es ist mir zu laut, du musst es wirklich leisiger machen. Mhm. Kurze, knackige, klare Worte. Ich gehe nicht in Konjunktiv, ich gehe aber auch nicht nachher rufen am nächsten Tag und sage, hey Tom, gell, hast du es nicht persönlich genommen und so. sonst haben wir es ja gut, gell, und du bist ein mega cooler Nachbar und mega cool und bla bla bla. Weißt du, dann tue ich wieder alles, das ist auf der Schweiz, geht wieder rein ins Konjunktiv, hin und her wird gemacht. Und das macht für das ganze System, in vielem wird es so unklar. Und gleich ist, nehme ich an, ja, dann noch einen schmalen Grad, oder? Weil wir reagieren ja schon auch empfindlich auf das. Also, wenn wir wieder mal ein Klischee hinführen holen, der Schweizer, warum du redest, wir haben ja dann so die deutsche Direktheit schon gar nicht gern. Also, man bringt ja immer den Deutschen, der zum Bett kommt und sagt, ich kriege ein Brötchen, wo wir finden, also ja, könntest du es vielleicht auch anders sagen? Ja, das stimmt so. Also, ich kenne auch die deutsche Kultur ein bisschen. Und es gibt natürlich dann auch eine überspitzte Form. Aber ich glaube, wir müssen uns schon in die Richtung ein bisschen bewegen. Aha. Mit, ich sage immer, klaren, kurzen Sätzen, was ich will, und an dem dranbleiben. Und nicht Angst haben. Es gibt noch die Persönlichkeitsstruktur, die ich oft auch da habe, wo sehr warmherzige Leute sind. Die sind sehr entgegenkommend. Also die warten, die haben richtig Pfust im Sack, die haben Angst, das andere gegenüber zu verletzen, wenn sie die Meinung sagen. Angst vor Beziehungsverlust haben sie dann, oder? Weil sie denken, die andere Person hat mich nicht mehr gern, wenn sie kritisiert haben. Aber sie, und auch Kritik ist ein ganz schlimmes Wort für die Schweizer. Auch Selbstbehauptung ist wirklich, gibt Leute, die sagen, das ist wirklich ein böses Wort. Weißt du, mein? Ja. Oder auch Durchsetzungsfähigkeit, Durchsetzungsstärke, weißt du? Klingt gerade unsympathisch. Klingt gerade so voll panzermässig bei den Schweizer. Aber das ist es nicht. Ich glaube, viele Leute schätzen das, dass wir klar sind. Ich glaube, es geht darum, wie wir es sagen. Aber also schon freundlich, auch, oder? Ja, freundlich, ja, aber man kann auch mal, man muss nicht immer freundlich sein, man kann auch mal wirklich sachlich klar sein, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und nochmal auf und gehen und sagen, hey Tom, wirklich, ich habe es vorher gesagt, wir können nicht schlafen, der Sound ist zu laut. Entweder musst du den Bassretter schrauben, leiser machen und das nächste musst du einfach uns vorbereiten und das vorher melden und so, es geht nicht. Also weißt du, ich muss schon ein bisschen, ich kann nicht erst beim fünften, sechsten Mal immer ein bisschen ernster werden und Gefahr ist dann, dass ich dann irgendwann also innerlich dann explodiere und dann fange ich an schreien. Und dem will man entgegenwirken. Also das hat, nehme ich auch mit einer gewissen Authentizität zu tun, oder? Also wenn ich hässig bin, dann darf man das eigentlich auch merken. Ja. Ohne, dass ich so lange warte, bis ich mich dann gar nicht mehr spüre. Ja. Und die gewaltfreie Kommunikation ist ja auch so, das sagen wir auch auf der Erwachsenenebene, gemäss Transaktionsanalyse, ich strebe diese Ebene an, ich gehe nicht ins Kindrebellion hin und schreie rum, ich gehe auch nicht in die Anpassung, ich sage auch nicht irgendwie, ja, ich höre jetzt halt nicht und la 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 und mache auch Sound, obwohl es mich stresst.
Ich gehe aber auch nicht in eine übermäßige, vielleicht schon in eine gewisse Kontrolle rein oder in eine Struktur rein, aber ich gehe in die erwachsene, diplomatische Ebene rein, die auch Emotionen mitteilt und sagt, hey, look, Tom, ich bin wirklich, ich bin wirklich gestresst. Wir vielleicht noch schnell ein bisschen aufdröseln. Also, Transaktionsanalyse ist das Kommunikationsmodell, gell? Ja, genau. Wo, du korrigierst mich, wenn es nicht stimmt, wo davon ausgeht, dass jeder von uns hat eben so drei Ebenen in sich hat. Genau. Das Kind-Ich, das Erwachsene-Ich. Ja. Das Eltern-Ich, jawohl. Und die braucht es eben auch. Eltern-Ich ist so die kontrollierendes Eltern-Ich, wo kontrollierende Sätze bringt oder auch eben die Fürsorgerlichen, oder? Und es gibt überspitzte oder gute oder eher geringe Massen von dem, was kommt, oder? Das ist immer ein bisschen abhängig. Und das Erwachsene-Ich, das wäre eigentlich so das sachliche... Sachliche Ich, wo klar ist, wie ein Diplomat, wo klar zu zwei Ländern geht, die im Streit sind oder Krieg haben, oder? Und probiert dort die Meinung zu sagen, ganz klar ist, aber auch sich kann mitteilen. Aber ich gehe nicht in Schlägerle rein. Ich tue nicht Schlägerle. Ich gehe nicht im Boxring rein und rumschlägerle. Das mache ich nicht. Ich bleibe auf meinem Sitz. Und reden aber, oder auch wenn mich jetzt jemand stresst, oder will anfangen, verbal schlägerle, dann bleibe ich dort und sage, stopp, das ist mir jetzt zu laut. Ich will, dass du in einem anderen Ton mit mir redest. Jetzt tu doch nicht so und so, was ist jetzt dein Problem? Mein Problem ist, dass du zu laut bist. Ich erlebe dich jetzt so, dass du mega, dass du so recht stark rumschreist. In dem Level will ich nicht mit dir reden. Und im dritten Mal höchstens noch sagen, noch das dritte Mal. Und wenn er nochmal kommt, sagen, nein, gut, dann tue ich es vertagen. Also du beharrst dort dann auch einfach so ein bisschen sachlich auf deiner Meinung. Ich habe einen gewissen Level und ich habe eine gewisse Struktur und ich brauche für mich Klarheit, Das Kind-Ich ist das, mir kommt dann so das trotzige Kind in sich, aber es gibt dann auch verschiedene Ausprägungen, Genau. Das Trotzige ist eigentlich das Überrebellische. Ja. Das ist eigentlich auch der Klassiker, das ist so ein bisschen die Würzung, die du oft hast, dass ein Konflikt aufgeheizt wird. Das rebellische Kind ist dann Türen schletzen, rumschreien, ins Du gehen, nein, du hast, jetzt, du hast auch angefangen, genau, so werden, bis Zeug geschmissen wird, das habe ich auch, oder verbale, bis körperliche Gewalt dann losgeht, oder das steigert sich dann nur noch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das ein bisschen angeschaut, im Voraus, das Transaktionsmodell, dann ist ja die Schwierigkeit dann, wenn auf verschiedenen Ebenen kommuniziert wird, oder? Also wenn eben der fürsorgliche Erwachsene ist, ist ein von beiden und der andere ist das rebellische Kind, dann, du hast vorhin mal gesagt, hat man nicht die gleichen Schwingungen, glaube. Also Schwingen, dann hast du nicht die gleichen Bahnen, oder? Also nehmen wir ein Beispiel, oder? Sagen wir, einer ist geheiratet, 30, Stefan oder Marc, wie er heisst, und jetzt geht er irgendwo geht die Schwiegereltern besuchen und irgendjemand kontrolliert und dann macht der Schwiegervater kommt, du weisst aber, dass Dezember ist, kennst das von oben so, Oktober bis Ostern, werden die Pneu gewechselt, du bist jetzt ein Familienvater und da musst du also wirklich Verantwortung übernehmen. Das geht nicht und jetzt haben wir Schnee, hast du gesehen, oder? Ich habe dir noch gesagt im Juli und so. Und jetzt, was machst du mit dem, oder? Weisst, geht die Türen auf, kommst an und so, eben gehen wir richtig Weihnachten. Übel, oder? Ich könnte durchaus so Situationen. Genau. Gut, wenn du bis Weihnachten noch nicht Pneu gewechselt hast, dann hast du vielleicht noch ein paar so Statements. Dann, ja, aber weißt du, das wäre der Klassiker, oder? Ja. Gibt's, oder? Ist jetzt der Vater, kann ja auch Mutter sicher, muss auch nicht immer die Schwiegereltern sein, einfach der Kontext, oder der Chef, oder irgendein Kollege, oder irgendwie so. Es gibt ja auch in den Freundschaften so Leute, die das irgendwie, ich weiss nicht, manchmal kompensieren so etwas. Wenn du jetzt was machst, schwierige Situation, gell? Und du gehst wahrscheinlich fast ein bisschen automatisch dann in so eine Kindrolle rein, oder? Das ist jetzt die Frage, wie die Persönlichkeit gestrickt ist, oder? Und dann gibt es natürlich verschiedene Reaktionen, oder? Dann haben wir natürlich die in der Anpassung. Hans Rudi, Schwiegervater. Ja, hast recht, ja. Danke vielmals für den Hinweis. Und so, komm mit rein, Kind, und so, gehen wir rein und so. Und er hat sich beruhigt, so. Jetzt kannst du aber auch sagen, du gehst extra strategisch in die Anpassung hin, aus dem Erwachsenen nicht, weil du sagst, hey, von den Kindern jetzt und Weihnachten, ich will das nicht. Dann sagst du, würde ich jetzt vielleicht sagen, danke, Hans-Rud, ich habe das gehört gehabt. Wenn ich jetzt wirklich starke Persönlichkeit bin oder so, kann ich sagen mal, ja, ich habe es gehört gehabt. Hast aber schon gesagt, im Sommer, ich könnte jetzt noch ein bisschen reingehen. Ich mache es noch. Ist gut, oder? Weisst, ich tue es einfach so ein bisschen weg. Jetzt kann es aber auch kippen, natürlich ins Rebellische, dass dann sagst, jetzt muss ich dir ehrlich etwas sagen im Fall.
Kaum komme ich da an mit meiner Familie, geht das Gleiche los wie jedes Jahr. Mhm. Und das kann doch dir, weißt du, das Gleiche sein und dann geht es voll los, oder? Und dann sagt, ja, und dann geht es los, dann sind sie mit dem Boxring, disch, oder? Mhm. Komm, sind noch nicht mal drin im Haus, noch nicht mal vor dem Weihnachtsbaum. Oder ich kann ins Erwachsenen-Ich hineingehen und sagen, ja, das ist jetzt, ich würde jetzt dort zugunsten von der Familie und dem Kind, wenn ich jetzt alleine ankomme und es wäre nicht Weihnachtsabend, würde ich vielleicht in eine gute Kommunikation gehen, in einen Erwachsenen. Ja. Aber jetzt an dem Abend würde ich vielleicht sagen, ich würde mir irgendwie zugunsten, einfach zum Gespräch, zum das reduzieren, würde sagen, ich könnte das Kind sagen, ja, stimmt, ja, hast recht, genau, sie sind wirklich recht da unten und so. Weißt du, ich könnte natürlich auch kontrollierende Eltern nicht gehen und sagen, ja, aber du, jetzt rebellisch, ja. Durchsetzung, Kontrollen auch. Ah, ich habe gesehen, aber du bist ja auch mit den Flipflops dort außen und so und Stegen ist eisig und einmal ausrutschen, sind wir im Spital mit dir, oder? Weißt du, ich könnte jetzt auch umgehen, oder? Weißt du, was ich meine? Aber da würde ich jetzt strategisch einfach das Ding besänftigen und vielleicht, wenn es immer wieder so die Kontrolle mal vorkommt, weißt du, also er merkt ein bisschen, ich habe es wie nicht recht, es kommt einfach so, es kommt immer so von der gleichen Ebene, oder? Dann würde ich mal das Gespräch suchen mit ihm. Und wahrscheinlich nicht in dem Moment, oder? Nein, in dem Moment in Ruhe. Nicht. In dem Moment nicht. Wirklich mal außerhalb. Weißt du, wenn wir jetzt so Januar, Februar haben oder irgendwie kommt die nächste Aussage und so. Mhm. Ich habe gesehen, bin mit deinem Haus durchgefahren, das Gras ist schon viel zu hoch, da kommst du mit dem Elektro, also mei, kommst du gar nicht mehr durch. Weißt du, was ich meine? Dann würde ich schon mal sagen. Weißt du, so. Aber gell, jetzt gehen wir ans Eingemachte, weil das finde ich, also das ist jetzt auch wieder eine Persönlichkeitsfrage. Ich finde, in der Situation, in der Reagieren, yeah. ist das eine, das ist auch eine Herausforderung, oder? Wenn es dir vielleicht noch persönlich tüpft oder so. Mm-hmm. Aber mir vorne, so, das ist ein Problem, das will ich ansprechen. Ja. Dann fängt bei mir schon an, ja, wie fange ich denn jetzt an? Jetzt hocke ich an und sage, wie hast du gesagt, Hans-Peter, oder wie hat er geheißen? Ja, Hans-Peter, ja. Ich gehe zum Hans-Peter. Hans-Peter, ich will mit dir reden. Ja. Also, weißt du, wie fange ich an? Gut, ja, also... Ich will, würde ich jetzt auch nicht, ja, ich will. Ich will, ich wäre, ich würde, bababa, ich würde, ich will. Ich will gern mit dir reden. Mhm. Gern, können wir auch gern. gern. Weißt du, es gibt immer so, ja, so Füller drin, oder? Es wäre schön, oder könntest du eventuell mit mir und so. Nein, ich will mit dir reden, oder ich möchte mit dir gern das Gespräch haben. Also, ja, stimmt, kannst du auch so sagen. Und dann sagt er vielleicht, ja, was ist los? Das heißt, du hörst mal, jetzt würde ich zuerst einmal strategisch vielleicht mit Wertschätzung kommen. Ja. Wertschätzung ist immer, jeder Mensch hat gerne mal ein Kompliment. Wertschätzung, er wird sich auch irgendwo verstanden fühlen. Vielleicht steckt hinter dem eine Angst. Wir wissen ja nicht, vielleicht hat er, können wir jetzt viel psychologisch gehen, hat er einmal einen krassen Unfall erlebt gehabt, weil sein Vater nicht Winterpneu drauf gemacht hat und immer hat wollen sparen und gesagt hat, ich mache immer Winterpneu drauf. Weißt du, es kann aber auch sein, sonst irgendetwas oder einfach eifersucht auf den Schwiegersohn, dass der so eine coole Ehe hat und Family hat und er das nicht, weißt du, ich weiss auch nicht, oder verpasst hat, oder weißt du, was ich meine? Es gibt tausend Sachen, oder es ist einfach nur seine Persönlichkeit. Also ich gehe mal vom Guten aus eigentlich. Gut, sag mal, ist einfach so der Typ, so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen mäßig, so ein bisschen, manchmal so ruppellos, ein bisschen so sarkastisch, weißt du nicht. Also. Dann würde ich jetzt einfach sagen, schau Hans Rudi, ich mag dich gut als Schwiegervater, ich komme immer gerne hier an, ich sehe dich auch gerne, aber eins macht mir Mühe. Ja, was jetzt? Und dann sagst du, ja, schau, ich habe Mühe mit dem, dass ich fühle mich kontrolliert und korrigiert, wenn ich komme. Das Letzte war jetzt, als ich angefahren bin mit dem Auto, ich habe mich mega gefreut auf den Abend, euch wieder zu sehen nach einem halben Jahr. Und ich hätte lieber mir, jetzt, ich wünsche mir, meine Bedürfnisse mitteile ich lange, ich wünsche mir eher, ich habe jetzt also so fette Kontrolle gefunden über den ganzen Parkplatz hinein. Ich habe mich ein bisschen bloßgestellt gefühlt, ein bisschen beschämt, auch vor den Kindern und so. Und dann denke ich, ja, irgendwo nehme ich meine väterlichen Pflichten nicht wahr oder elterlichen Pflichten, die Frau kann sehr gut wechseln, ist ja gleich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann das so ihm kommuniziert und einmal so übergeschoben. Also ich habe ihm eigentlich das erste Mal geschildert, was ich beobachte. Ja. Und nachher sage ich mein Gefühl oder was es macht mit mir, was es auslöst. Genau. Und wenn ich von meiner Befindung rede,
wie ich mich fühle. Und ich wünsche mir eher, also zuerst mal meine Bedürfnisse, also meine emotionalen Befindlichkeiten, was ich erlebt habe, mitteilen. Und die Wünsche dann. Dann kommen die Wünsche. Schau, mein Wunsch wäre eher gewesen, ja, ist denn das nicht gut gewesen? Ich hatte doch nur noch einen Hinweis und so. Jetzt habe ich es gerade gesehen und so. Und die Heutigen sind eher sensibel und so. Dann würde ich sagen, nein, los, geh wieder zurück. Schallplatte, wiederholen. Weißt du, mit dem Kretz, die Intervention, die macht immer das Gleiche. Und jetzt, ich gehe jetzt nicht mit ihm fighten, wieder auf eine Seitenstelle. Jetzt wird er mich, oder? Rausziehen. Ja. Sondern ich bleibe jetzt genau da auf meiner Absicht und sage, nein, look, das habe ich jetzt nicht so gemeint gehabt. Ich will jetzt wirklich, ich habe es wirklich so erlebt. Ich habe mich beschämt gefühlt. Ja, jetzt, du bist doch also ein bisschen sehen. Weißt du, vielleicht sagt es jetzt noch, nein, lass jetzt zu, Hans-Rudi. Oder Hans-Jörg. Ich habe mich beschämt gefühlt und ein bisschen bloßgestellt von der Familie. Und ich bin gewissenhaft, jetzt habe ich das vergessen mit dem Pneu. Und dann müsste eigentlich einen einlenken und dann würde ich sagen. Und ich habe mir aber gewünscht gehabt, lieber, dass wir uns mal kollegial in die Arme nehmen und dass du mir sagst, hey, schön dich wieder zu sehen, mein Schwiegersohn quasi, schön sind wir da. Und dass du das vielleicht beide wie einmal gesagt hast. Ich habe auf den Zeitpunkt total unpassend gefunden. Oder das ist ja schon eine Herausforderung. Gerade wenn ich meine Gefühle formuliere, dann kann es mir ja passieren, dass das Gegenüber finde, ja, aber jetzt stell dich doch nicht so, oder? Gut, du bist jetzt einfach ein Mimöse. Oder, hey, wie kann man sich dann beschämt fühlen dann von dem? Dann bleibe ich, gut, das sind Schüsse, dann gehe ich aus dem Schuss raus. 45 Grad raus. Jetzt gehst du so weit aus dem Schuss raus, dass ich fast nicht mehr gehört. Genau. Ja, genau. Ich gehe 45 Grad raus. Ich bleibe nicht in der Front und ich komme von der Seite wieder und bringe mir das Gleiche und sage, mal doch. Also was, wie mache ich das, dass ich rausgehe? Einfach, dass ich nicht drauf einsteige? Ich steige nicht drauf ein. Ich gar nicht, jetzt, weißt du, wie er sagt, du bist ein Mimösli. Auch wenn es mich jetzt trifft und ich könnte vielleicht einen Stich im Herz, ich gehe wieder auf die Linie. Weißt du, was ich meine? Oder ich gehe quasi auf die Seite und sage, und komme wieder und sage mal, aber es hat mich beschämt draussen und ich habe das unpassend gefunden von dir und ich fühle mich irgendwie so kleingestellt und nicht erwachsen. Es ist für mich so eine Überkontrolle. Ich bin ja nicht dein Kind, aber ich schätze den Hinweis, wenn du beispielsweise gesagt hast, eine Frage gestellt hättest oder so. Hey, ich habe gerade gesehen, hast du dran gedacht, Winterpünn und so, by the way, weißt du so. Dann, weißt du, das ist schon etwas anderes. Du hast gesagt, wie eine kaputte Schallplatte, oder? Ich wiederhole das und wiederhole das. Ja. Wann kommt der Punkt, wo ich muss sagen, okay, ich glaube, das bringt jetzt echt nichts mehr, jetzt gebe ich auf? Ich sage jetzt, das kommt ganz darauf an, also, aber ich würde jetzt da nicht 5-6 Mal, irgendwann würde ich es beenden, nach 2-3 Mal, wenn es nicht einsteigt auf das und trotzdem noch bei dem sagen, look, nein, stopp jetzt, ich will nicht, dass ich fühle mich so, ich würde mir wünschen, dass du so und so redest. Es gibt aber Leute, die das trotzdem weitermachen und dann wird es schwierig. Also wenn das weitergeht und die Person lässt gar nicht, dann kommen wir langsam in so eine schwierige Beziehungskonstellation. Ja. Und dann muss man wirklich aufpassen, wie viel Zeit und wie lang und so, dass man auch bei Leuten bleibt, die einem wirklich nicht gut tun, die auch nicht, ich sage dem immer, kritikfähig sind, einsichtig, eine Selbstanalyse haben und merken, ja, ich könnte, oder? Und ich könnte auch etwas lernen, also Lernbereitschaft auch haben und man sieht eine Veränderung. Und wenn diese Sachen nicht da sind, auch in Paarbeziehungen, dann wird es ganz schwierig. Wenn das andere gegenüber auch nicht kann, also das ist ja auch eine Kunst, oder? Dass ich in deine Welt kann einsteigen und das Verstand, oder? Und das nicht alles, ich bin jetzt ein bisschen mit vulgären Wörtern, aber ich erlebe nicht selten, dass Leute sagen, wie hast du dich gefühlt? Und sagen jetzt Scheiße. Und dann sage ich, ja, und dort, ja, auch Scheiße. Gibt es noch ein anderes Wort für Scheiße? Wie hast du dich gefühlt? Hast du dich, bedrückt gefühlt, traurig, ja, einfach scheiße. Weißt du, ich meine, dann merkst du schon, die Person hat wie nicht so Zugang zu der emotionalen Welt und das muss man trainieren. Ja. Das muss man wie lernen, in der heutigen Zeit auch Synonym zu finden für Sachen, wie man sich fühlt. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und die Wörter sind meistens so ein bisschen wie im Keller unten. Nicht selten muss ich die aufholen, quasi bildlich, und mit dem Klient in den Keller aber gehen und das benennen auch. Und das auch Mut hat zum kommunizieren. Und für seine Rechte auch einstehen und auch Grenzen setzen, wenn Sachen
verbal zu krass kommen oder auch körperlich, weißt du, so wirklich für sich einstehen. Oder? Ich habe vorhin gedacht in Bezug auf Kommunikation, das ist relativ am Anfang vom Gespräch, hast ja so ein paar Sachen, eigentlich so Don'ts aufgezählt, oder, wie man sicher nicht soll kommunizieren. Und mir ist schon dort durch den Kopf gegangen, ja, das ist jetzt noch einigermaßen einfach, wenn ich jetzt zuhöre und merke, oh Mist, das mache ich genau regelmäßig, dann kann ich mir vornehmen, ich mache es besser und mache das nicht mehr. Schwieriger ist, wenn ich jetzt das gehört habe und merke, mein Gegenüber, eben mein Partner oder eine nähere Freundin oder mein Chef oder was weiß ich, macht genau das regelmäßig. Dann habe ich ja die Handhabe, ich kann das Gespräch suchen, das haben wir jetzt gerade gesagt, wie, oder? Also ich kann mal schauen, ob ich gut aufpasse, ich kann dieser Person etwas Positives sagen und dann kann ich das erklären, das Verhalten, das ich beobachtet habe, kann sagen, das macht mit mir, dass ich mich nicht wahrgenommen fühle oder das macht mich traurig oder was auch immer und ich wünsche mir, dass du anders mit mir kommunizierst. Mhm. Aber mehr kann ich eigentlich nicht machen, oder? Mal, dann gehst du in die Wünsche, ich wünsche mir das. Das sollte ich nicht vergessen. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Also jetzt auch im Geschäft, oder? Wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir halt wieder so einen klassischen, der Chef ist laut oder weiss auch nicht was, weißt du? Und ich wünsche mir, dass sie könnt bitte... Bitte redet sie in einem anderen Ton mit mir, in einem ruhigen Ton, so laut schreien. Das ist keine gute Zusammenarbeit. Ich habe Mühe mit dem extrem. Mhm. Das geht nicht. Und ich will das auch nicht. Und ich wünsche mir eine Geschäftskultur, wo das nicht ist. Also wenn mir jetzt so etwas durch den Kopf gegangen ist im Laufe des Gesprächs, wo ich merke, es gibt Leute, die genau auf die Art und Weise kommunizieren mit mir und ja, das ist für mich schwierig, dann wäre es eigentlich gut, ich würde mir vornehmen, einmal ein Gespräch zu suchen mit dieser Person. Genau. Und du musst, weißt, es ist nicht einfach, ich gehe dann ins Gespräch, nicht um dir das unterstellen, aber ich laufe nicht einfach in ein Gespräch rein. Das geht nicht. Muss mich vorbereiten. Du musst dich vorbereiten und du musst überlegen, was, eben, das ist wie ein Lernen, weißt, wirklich, wie wir es beim Snowboard oder beim Skifahren hatten, oder? Ist zuerst einmal, kennst du ja bei den Kindern, zuerst einmal lernen, die Skischuhe anlegen. Dann nach den Skischuhen lernen, sich selber anzulegen, die Händchen, die Stöcke und dann in die Bindung hineingehen und dann mal den ersten Stemmbögel haben. Und so ist es beim Kommunizieren auch. Mit der Zeit läuft das immer automatischer, indem ich mir überlege, was hat mich persönlich da verletzt eigentlich, oder? Also die Pfeile oder die Pfeile muss ich rausziehen und benennen, wie ich mich fühle, wie ich es erlebt habe. Oder was mir auffällt, kann das sein, dass wenn du von dort und dort kommst, auch eher gereizt heimkommst? Ja, das stimmt nicht. Denn, ja, aber den und den erlebe ich so und so. Und dort auch. Ja, bin ich denn dort und dort auch so und so gewesen? Ja, ich habe es so erlebt. Ja, weiss nicht, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und auch kann das benennen, auch in einer Paarbeziehung. Schau, wenn du heimkommst und zum Beispiel einfach durchlaufst, und ich habe schön vorbereitet und du gehst einfach ab an den Computer und das denke ich, weißt du, das verletzt mich irgendwie, also ich werde nicht wahrgenommen, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist einfach so ein Beispiel oder so. Und das sind immer kleine Sachen und es geht wirklich darum, es geht nicht um mein Möseln. Unsere Psyche ist sehr, jemand hat gesagt, etwas vom Sensibelsten ist einfach bei jedem Mensch, die Psyche ist etwas Sensibles. Und wir sind, der Mensch sind sensible Wesen. Wir sind sensible Wesen. Und wir nehmen extrem viel wahr, oder? Und es geht wirklich darum, zum Teil die Sachen zu benennen. Man muss auch nicht überreden, man muss auch nicht übertherapieren oder psychologisieren. Aber einfach Sachen, wo man merkt, hey, mal, das kommt immer wieder auf. Weißt du, so wie wenn du zu viel Säure im Magen hast. Weißt, stoßt er wieder auf und dann kommt es wieder runter. Stoßt er wieder auf. Am nächsten Tag noch, dann geht es wirklich darum, das zu verbalisieren. Und auch wenn ich die Leute kommen und sagen, ja, aber das ist schon eine Woche her oder 5 Tage oder 3 Tage und so, dann sage ich mal, das Gespräch suchen, wenn es immer noch da ist. Also das wäre eigentlich etwas, das ist ja immer eine Frage, die ich gerne stelle zum Schluss. Wenn ich jetzt so erste Schritte machen will, mich trainieren, besser oder zielführender zu kommunizieren, dann wäre das jetzt so etwas, dass ich mir vornehmen könnte, wenn mich Sachen stören, dann spreche ich so. Sprich so, ja. Weißt du, und das kann man zu viel ansprechen oder zu wenig, dann merkst du es auch, was braucht deine Umgebung oder auch dein Partner, dein Mann, jetzt oder sonst das Gegenüber bei dir oder im Geschäft, das läuft, oder? Aber es ist ganz wichtig, dass man Zeug ansprechen. Und nicht so, weißt du, und dann plötzlich einfach aufstehen und dann an einem anderen Platz halt unseren Arbeitsplatz machen. Weißt du, was ich meine? So Sachen, kannst schon machen, aber je mehr, dass du eben nicht kommunizierst, kommunizierst eben nicht. Und durch das, dass du nicht kommunizierst,
lernst du es auch nicht. Das sind wirklich soziale Fertigkeiten, kann man wirklich sagen. Auch bei den Kindern, zum Lernen, soziale, zum Lernen auch bei den Kindern schon. Kinder, das Kommunizieren, sich mitteilen, auch dem Geschwister gegenüber. Oder? Das ist ganz wichtig. Also nicht ausweichen, sondern alles als Lernfeld auch anschauen, ja, oder? Und, ja, es ist soziale Fertigkeit, die man hat im Rucksack oder man hat es nicht. Man hat es gelernt oder man hat es nicht. Jedes schwierige Gespräch ist auch eine Chance, zum Kommunikation zu trainieren. Ich bin gespannt, ob mir diese Sichtweise hilft. Weil ganz ehrlich, so ganz einfach finde ich persönlich das nicht, von mir aus bei anderen Menschen anzusprechen, was mich gestört hat. Aber jetzt habe ich ja eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen. Vielleicht hilft es. Die kaputte Schallplatte, die probieren wir zu merken. Einfach beharrlich und ruhig bei mir und meinem Anliegen bleiben, statt in einen Ringkampf einzusteigen. Das Gute beim Kommunizieren ist ja, üben kann man sowieso immer wieder. Das passiert fast von allein. Wann findest du Kommunikation besonders schwierig? Ich freue mich, wenn du uns davon erzählst. Du findest all unsere Kontaktangaben in den Shownotes. Danke, dass du bis zum Schluss dranbleiben. Die nächste Folge Psychohygiene gibt es wie immer am nächsten Montag wieder, überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.